Hallo, liebe Kinder und Freunde der Maskengeschichte. Wir freuen uns, euch heute auf unsere erste Reise um die Welt mitzunehmen. Wir sind hier in Deutschland und begeben uns auf die weite Reise nach Japan. Japan kennt ihr bestimmt von euren Trickserien namens Anime. Ja. Wie zum Beispiel Pokémon. Ja. Aber Japan ist auch ein Land, was aus vielen Inseln besteht und gehört zu dem Kontinent Asien. Die Landschaft Japans wird von Gebirgen und Wäldern bedeckt. Aber die meisten Menschen leben an der Küste und in Großstädten wie Tokio. Japaner essen viel Fisch. Sie sind weltweit die größte Fischfangflotte, weil sie mehr Fisch fangen als andere Länder. Die traditionelle Maske in Japan nennt sich No Mask. Es entstand etwa 250 Maskentypen zur Darstellung verschiedener Charaktere, von denen etwa 60 regelmäßig benutzt werden. Der männliche Schauspieler trägt hierbei keine Maske, außer er spielt eine andere Rolle, außer die des Mannes. Da gibt es dann Frauenmasken, Monster- und Dämonenmasken und auch Göttermasken. Jede Maske hat ihren eigenen Namen und ihre charakteristischen Merkmale. Sie sind aus leichtem Holz geschnitten. No-Masken sind etwas kleiner als das Gesicht, um den Effekt einer Vergrößerung des Schauspielers auf der Bühne zu bewirken. Oder nach anderen Autoren aus ästhetischen Gründen, da ein kleines Gesicht als schön empfunden wurde. Und jetzt zu unserer Kreativecke. Wir brauchen einen Pappteller, Schaschlikspieß, die Schere, Leim, wenn ihr diesen benötigt, Klebestreifen und ein paar Stifte. Wir beginnen, zwei Markierungen für die Augen einzuzeichnen. Um diese dann am besten mit einer kleinen Schere auszuschneiden. Als nächstes dreht ihr euren Teller um, um dort dann das typische japanische Maskengesicht aufzumalen. Hierbei gibt es keine Vorlagen. Malt eure Charaktere so auf, wie ihr sie euch vorstellt. Nun klebt ihr den Spieß auf die Rückseite des Tellers, an die Seite oder die untere Mitte, um eure Maske dann festhalten zu können. Schon habt ihr mit nur wenig Aufwand eure erste Maske gestaltet. Wir freuen uns auf die nächste Reise. Euer Schülerclub aus Berlin.